Hallo Mitspieler, mein Name ist der Low Riot und ich begrüße euch zur 159. Episode dieses Cities Skylines Snowfall Let's Plays. In der letzten Episode haben wir ein einzigartiges Gebäude umgesetzt und zwar stand hier mal ein Hochhaus, was hier irgendwie nicht hingepasst hat. Das habe ich schon in der fünften Episode festgestellt, als ich das Ding gebaut habe. Oder in der zehnten, ich weiß nicht mehr genau. Das Ding steht jetzt hier richtig schön mitten in der Stadt drinne. Ein bisschen angepasst. Ja. Sehr, sehr schön. Und das haben wir gemacht, weil wir doch hier unten gerne eine Uni hätten. So, das ist zwar mitten im Agrargebiet, aber das wird auch irgendwann ein Bürogebiet. Und letztlich ist es ja egal, wo die Schulkinder hinkicken. Ob die auf irgendwelche Agrarbuden schauen. Ja, oder halt hier anderes Umland haben. Oh. Juti, dann nachher damit. Na, wie möglich ran an eine U-Bahn. So, dann braucht man natürlich hier unten in der Ecke auch wieder irgendein einzigartiges Gebäude als Ersatz. Gefrorener Springbrunnen. Luxushotel? Nee. Iglo Hotel. Ist alles so mehr was für das Umland, finde ich irgendwie. Schon eine Menge verbaut hier. Das Gerichtsgebäude neben. Oh. Okay. Hier ist so ein fettes Pentagon und das ist ja auch so ein Riesending. Na, vielleicht finden wir noch irgendwas, was nicht ganz so. Und nicht gleich wieder alles für umbauen müssen. Boah. Was ist damit das kleinste hier, das Aquarium? Haben wir hier noch irgendwas? Stadion. Ja, was nimmt man da? Irgendwas, was wir uns ja noch schnell irgendwie irgendwo herholen können? Nee. Hier haben wir alles, hier haben wir alles. Was müssen wir hierfür tun? Bürogebiet. Mit 10.000 Quadraten. Ja, da müssen wir eh nachlegen. Das war eh einer der nächsten Pläne. Gericht zu groß. Einkaufszentrum ist auch zu groß, ne? Das war auch so ein Riesending. Und der Bogen. Gewerbe mit 20.000. 7 Unis. Noch 4 Stück irgendwo hinknallen. Das muss ja dann am Ende auch ein paar Jahre halten. Also, das wird dann noch angegeben. Ist in der Regel so. Observatorium, 1000 verlassene Gebäude, nicht jetzt. Arbeitslosenquote über 50, das werden wir auch nicht auf die Schnelle regeln. Bauen Sie alle städtischen Dienstleistungsgebäude. Puh, da mal knapp über die Hälfte. Und ich habe ja eigentlich schon eine ganze Menge gebaut. Stadion. Ein paar Sachen umschiebe, könnte es eventuell. Wollte ich nicht hier unten irgendwie ran? Boah, warum kann ich nicht näher hier unten bauen? Also auf der nächsten so eben hier hin. Dich packen wir dahin. Und schon wäre Platz für das Stadion. Und für das MAM hier müsste ich vielleicht eine Querstraße bauen.
Wie lang ist das im Verhältnis zum Stadion? Ja, das kann ich jetzt nicht wieder nicht aufrechtstellen. Tch. Ich glaube, das Stadion ist kleiner. So, erledigt. Tja, finde ich schon mal schön. Gut, Agrarflächen erschließen. Da hatte ich ja auch schon mal angesagt, dass Agrar hier aus der Stadt rausfliegen wird. Agrar West, Agrar Süd. Und dass sich das wahrscheinlich hier ansammeln wird. Und ich glaube, dass wir uns damit mal ein bisschen auseinandersetzen werden. Wie immer starten die Dinge ganz klein mit einem verlegten Park. So. Dann brauchen wir hier wieder Brücken. Zit. Mal kurz anhalten. Okay, der Zug darf noch aus dem Bild fahren. Jo. Die Auffahrt, das ist ein bisschen ungünstig. Bisschen ist gut. Viel mehr Platz haben wir eigentlich gar nicht. Mein Gott, der Platz würde auf Kosten des Stauraums gehen, den wir aber auch hier unten letztlich hätten. Hatten wir hier schon zweispurig irgendwie? Machen wir einfach mal. So. Bumm. Habt ihr die Delle hier gesehen? Wo kommt denn die her? Ach, come on. Hör doch mal auf. Gibt's ja auch nicht. So, alles in die richtige Richtung? Oh. Sollte erstmal zu Ende bauen. Weg, weg, weg. So, dann haben wir hier eine Straße. Oh, was ist denn da jetzt gerade? Diese 90 Grad oder? Ich würde sagen so hier. Hm. Okay. Fangen wir hiermit schon mal einfach an. Den gehen wir mal wieder raus. So, hier drüben. So viel möchte ich eigentlich ja nicht wegnehmen. So. Boah, bumm. Hat er wieder rumgebogen. Einfach den. Und schon ist alle dann in Ordnung. Und was ähnliches jetzt hier mit der Beschienung. Oh, ich will aber nicht so ein großes Stück wegnehmen. Das ist aber ätzend.
So. Okay, somit können wir praktisch die Ecke wieder freigeben. Sehr schön. Und hier einfach dran weiterbauen. So, da wären wir. Wie hätten wir es denn gerne? Auch eine schöne Kugel? Was, eine Kugel wird den ganzen Bereich nicht ausnutzen hier. Hm. Na, ich glaube, ich werde es erstmal. Bisschen halb provisorisch machen. So, diesen Bereich hätte ich gerne. Die nehmen alle Farbe weg. Also diese Bauernhoffarbe. Die Bauern hier meckern. Muss man ein bisschen Vorbild machen. Hallo. Denke ich mal, jemand beobachtet. Oh, ist ja so eine Tiere. Bär. Mal jemand beobachtet, ob die Bäume hier wachsen? So, ich glaube, dass wir dann weitestgehend freiräumt haben. Fällt mir hier die Küstenstraße eigentlich? Auch nicht so. Stimmt irgendwie besser. Eigentlich ist es ja auch relativ gerade, oder? So, das passt natürlich überhaupt nicht zu dem, was wir bis jetzt so alle gemalt haben.
Was hier jetzt um reine Effizienz ist, kann sein, dass wenn wir mit den Stadtkreisen hier irgendwann angekommen sind, dass ich das dann hier anders eingemeinde. Das kann durchaus passieren. So. Wie hätten wir es denn jetzt gerne? Einmal hier. Einmal hier. Das müsste doch eigentlich jetzt reichen. Ungefähr so machen. Ist doch zu kurz. Hier. Und probieren wir mal nochmal. Gar nicht so schlecht. Wir sollten aber irgendwo hier hin. Dann überschneidet es sich. Okay. Machen. So finde ich es schon mal ja nicht schlecht. Fast gut. Na, gut genug. So. So weiterverfahren einfach. Puh. Will er nicht, was ihm schon zu spitz anscheint. Eigentlich ist es ja bloß eine Gerade, oder? Die sich auch überschneidet. Wir machen 12. Jetzt haben wir da ein Karo Sicherheitsabstand, so nenne ich es mal. Ja, ist okay. Irgendwo muss man auch Einigständnisse machen. Wieder 12. Fangen wir mit dem Schweren einfach an.
Oh, jetzt 12 und 12, das macht ein 2. Ach, Mann. Das möchten wir so natürlich nicht. Oh, sorry dafür, aber ich mache das auch das erste Mal, so einen Bereich einfach so aufzuteilen. So, na das hier mit den Innenräumen. Mir da irgendwann noch mal was einfallen lassen. Na, schauen wir mal. Ist ja bei vielen Dingen hier so, dass ich die mit der Zeit einfach noch mal irgendwann überarbeitet habe. So, das macht eine Beule zu weit nach unten. Nehmen wir erstmal. Ich überlege. Mach doch mal den hier wieder aus. Wie müsste es denn aussehen? Das hier direkt auszufüllen. Ungefähr so. Tiefer. Und den. Gut genug. Warum fährt denn wahrscheinlich rum? Was macht denn der hier? Bisschen besser. Gut. Na, die Straßen hier, die werde ich auch noch ein bisschen besser aufteilen. Das ist ja jetzt bloß ein besser Maße. Und hier hinten, das werde ich natürlich auch irgendwie überarbeiten. Wird wohl einzig bleiben, was ich hier an der Stelle überarbeite. Gut, dann machen wir uns schon mal die Abstandhalter für die nächste Runde. So geht's schon mal los. Das ist natürlich. Eine doofe Ecke hier. Naja.
Und hier kann man wieder mit einer Geraden arbeiten. Ja, und ich sehe gerade, ich vergesse die Zeit ein wenig. Juti, dann machen wir an dieser Stelle eine Unterbrechung. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder zuschaut. Könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.